Die Weltgesundheitsorganisation hat davor gewarnt, dass vor allem in muslimischen Ländern während des Ramadans die Inzidenzen steigen werden. Gibt es auch die Gefahr hier in unserer Region, dass es in islamischen Familien bedingt durch Ramadan eben die Ansteckungsgefahr größer ist? Also ich denke nicht, dass wir dieselbe Gefahr auch in Deutschland haben werden, weil die überwiegende Mehrheit der Muslime hält sich eben an die Einschränkungen und nimmt das Ganze auch Gott sei Dank ernst und ja, beweist eine gewisse Geduld, sage ich mal, und sagt sich, okay, in diesem Jahr wird das vielleicht nichts mit gemeinsamen Fastenbrechen in der Moschee und so weiter. Aber je besser wir uns an diese Einschränkungen halten, je schneller wir diese Pandemie überwinden, desto eher können wir uns in den nächsten, in den zukünftigen Ramadan-Monaten auch zum gemeinsamen Fastenbrechen treffen. Deshalb denke ich nicht, dass es genauso große Probleme geben wird in Deutschland unter den muslimischen Familien wie jetzt in arabischen Ländern. Ja, in den arabischen Ländern ist es halt eben traditionell so, dass eben gemeinsam Fasten gebrochen wird. Ob da jetzt wirklich die Einschränkungen oder die Regelungen eingehalten werden, ja, wage ich zu bezweifeln vielleicht in manchen Ländern und hoffe aber das Beste und denke, dass ja, dass auch bestimmt auch arabische Länder begriffen haben, in welcher ernsten Lage wir uns befinden. Und naja, ist auch in ihrem Sinne gut, ne? Wenn man jetzt an Saudi-Arabien denkt, an die ganzen Pilgerer, die ja jedes Jahr kommen. Und je länger die Pandemie dauert, desto weniger kommen Pilger auch. Und das soll, kann ja auch nicht im Sinne des Landes sein. Deshalb sind diese Einschränkungen, ich denke mal, werden diese Einschränkungen besser eingehalten werden in diesem Jahr als letztes Jahr.